So, hallo und willkommen bei TripX Gaming, zerreiß die Gegner. Ich bin's wieder, TripX Fighter. Und heute ein erneutes Commentary von mir. Und das Gameplay ist ein 67:5 Herrschaft auf, wie heißt die Map, Rundown, glaube ich, in MW2. Ich habe mit der Farmers Schalldämpfer gespielt. Dabei hatte ich eine Claymore und zwei Blendgranaten oder sowas. Werdet ihr wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen. Ich habe da, so wie es aussieht, mit dem TripX Commander gespielt. Ich finde es einen guten Score. Ich habe davon noch ein paar Spiele ich hatte da einen guten Lauf und habe gleich mal weiter aufgenommen und habe nochmal ein 66:6 und so erspielt. Wenn ihr so Gameplays wollt, dann sagt ihr das mal und dann kann ich die auch hochladen. Mit Commentary oder ohne. Das ist ja dann egal. Also, Themen habe ich heute für euch ein paar. Ich habe zum Beispiel Hintergrundmusik, dass ich bald von einem Kollege Hintergrundmusik bekomme. Ich sage euch noch und noch mehr. Dann die überpowerten Waffen in Black Ops 2, wo ich jetzt finde, wo ich vorher sofort wieder gemerkt habe, dass die ziemlich überpowered ist. Dann Fragen habe ich 3 oder so für euch, die werdet ihr dann nachher hören. So, das erste Thema ist die Hintergrundmusik. Ich habe einen Freund, ein guter Kumpel aus der Klasse, der macht auch so Beats und so. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er für meine Videos so ein bisschen Hintergrundmusik machen will. Hat er gesagt, ja, kann ich machen. Und jetzt macht er das halt. Und dann werdet ihr in nächster Zeit mal besetzt. Ich werde euch den Namen dann von seinem YouTube-Channel dann auch unten verlinken, wenn ihr einen bekommt. Und dann könnt ihr ihn auch abonnieren, wenn ihr wollt. So. Ihr seht vielleicht, ich kämpfe jetzt gerade ein bisschen in dem komischen Haus da auf Rundown. Aber das ist nicht so schlimm. Sobald ich meinen Chopper, glaube ich, habe, gehe ich raus und bash sie so ein bisschen. Das ist ein guter Trick hier mit der Claymore. Wenn ihr auf einer oberen Fläche in MW2 seid und dann ganz nah an den Rand geht und dann die Claymore setzt, dann liegt die jetzt unten. Und ihr seht auch, noch killt die auch, glaube ich, jemand. Und das ist schon eine gute Sache. Dann zu den überpowerten Waffen. Ich habe jetzt eine gemerkt, oder mehrere halt gemerkt. Die MLGs mit Zielsucher und Vollmantel. Zurzeit ist ja hier ein bisschen am Start, so Black Ops 2. Black Ops 2 Double XP, da habt ihr gesehen, die Claymore hat reingekillt. Habt ihr gesehen, es ist Double XP, Nuketown. Und ich habe die vorher mal aufgehoben, ich glaube es war die LSAT. Ey, das ist ja nicht normal, wie die abgeht, ey. Ich denke, die mache ich dann mal als nächstes auf Gold. Ich versuche jetzt gerade hier so ein bisschen die MPs auf Gold zu machen. Gelingt mir eigentlich auch ganz gut, bloß die Wechsel sind schwach. Ah, naja, das geht schon. Dann habe ich hier meinen ersten Chopper erreicht, Focher. Ja, Schmerzpille und so. Ich denke, die meisten Kills sind mit dem Chopper gemacht, aber ich habe jetzt auch keine Chopper-Gunner-Musik, die Commander Krieger oder so. Aber egal, ihr könnt euch angucken. Dann habe ich mal eine Frage an euch, und zwar, was sind eure Hassklassen in Black Ops 2? Also die Klassen, wo ihr absolut hasst, wo ihr jedes Mal sagt, oh Mann, so ein... Der spielt die Waffe bla 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 und die sind schlecht und bla 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 und so. Schreibt das mal in die Kommentare, wäre cool von euch. Dann möchte ich mich bedanken für die vielen Klicks auf dieses Elotrix Fake Account Video. Und die Abonnenten, die neuen, da möchte ich auch Hallo sagen. Ihr seid auf einem coolen Channel gelandet, muss man sagen. Ja, und dann, wie gesagt, das ist Double XP. Nach dem Commentary werde ich jetzt auch wieder suchten. Ich bin jetzt schon wieder fast ein ganzes Prestige hochgegangen in einem Tag. Ich hoffe, ich schaffe jetzt noch das restliche Prestige, dass ich nach dem Double XP wieder in Prestige 7 bin. Und dann, denke ich mal, klappt das schon so. Dann, warum ich MW2 genommen habe und nicht irgendein Black Ops 1, Black Ops 2 Video, wenn wir gerade schon so viel über Black Ops 2 reden mit den Hasswaffen und allem. Ja, ich habe mal auf meinem Laptop geguckt und habe gesehen, ja, das sind ja die PUBG's Gameplays von MW2 noch. Und ich habe auch mir viel Gedanken gemacht, was ich jetzt sagen kann und alles. Ich denke auch nicht, dass die paar Themen, wo ich euch jetzt davor schon gesagt habe, dass die reichen werden. Deswegen werde ich einfach noch ein bisschen zu dem Ding erzählen.
dem Gameplay, so Oldschool Commentary. Dann als nächstes ist natürlich auch die Frage, was ihr sehen wollt. Ich habe natürlich auch noch Black Ops 1 oder Black Ops 2 Videos. Nicht, dass ihr denkt, wir sind so schlecht und da spielen keine Gameplays mehr. Okay, es ist ein bisschen so, aber das klappt schon, wenn man drauf spielt. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt, weil wir wollen ja euch unterhalten und nicht uns. Und ich fand halt MW2 ist ein geiles Spiel eigentlich. Durch diese ganzen, wie vorher gesehen, Schmerzpille oder die ganzen Noobtuber sind schlimm. Und vor allem, das, wenn man normale Herrschaft spielt und in der Party ist, muss man ja in diesen Spiele chatten. Das ist auch noch ein bisschen blöd gemacht. Aber sonst ist MW2 eigentlich ein gelungenes Spiel. Vor allem die Farmers oder so geht ziemlich ab. Dann, wenn wir hier 50 Abonnenten auf diesem Channel erreichen, kommt natürlich ein Abonnenten-Special, unser erstes Abonnenten-Special, wo wir dann vielleicht eine Montage, eine Sniper-Montage, normale Waffenkills-Montage oder ein Multi-Commentary mit, was weiß ich, Trippix Commander, Trippix Reaper, Trippix Hayabusa, Trippix Failord mit den ganzen Leuten vielleicht machen werden. Und dann vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder so, wer weiß, wie lang die Themen sein können. Oder schreibt mal ein paar Vorschläge, was ihr dann haben wollt oder was für Ideen ihr habt, um dieses Abonnenten-Special zu machen. Vielleicht will ja auch jemand mal mit uns spielen oder so. Ihr könnt uns einfach adden, müsst halt dann schreiben, ja, ich habe euch abonniert, bla bla bla, ihr seid cool oder sowas. Dann nehmen wir euch an und können dann auch mal mit euch zocken, wenn wir Bock haben. Und ja, wir versuchen halt mal ein bisschen viel mit unseren Abonnenten zu machen, wenn wir mal ein bisschen größer sind. Weil bis jetzt haben wir 35 Abonnenten, haben 3 Abonnenten dazu gekriegt von diesem Elotrix Video, was wir sehr cool fanden. Und das ist auch das Video mit den meisten Klicks jetzt, was mich auch überrascht hat eigentlich. Aber ja, ist doch gut. Hier spiele ich jetzt ein bisschen mit der AA-12. Eine Noob-Waffe, aber naja. Der zweite Chopper ist da. Wir verlieren das Spiel gerade, aber ich glaube, wir gewinnen es noch, hoffentlich. Sonst wäre das Gameplay voll für den Arsch. Aber egal. Das waren eigentlich die Themen. Aber so wie es aussieht, geht mein Harrier hier ziemlich ab und so. Oh ja, jetzt fange ich an zu snipen ohne Fingerfertigkeit Pro. Oder? Habe ich doch Fingerfertigkeit Pro dabei? Keine Ahnung, egal. Also dann erzähle ich mal ein bisschen übers Commentary. Oder nicht übers Commentary, das Gameplay. Oh je, oh je, oh je. Das spray ich, ja. Komm, der ist so dumm, der blickt es nicht. Oh. Das wäre natürlich ein schöner Clip gewesen, hätte ich die hier alle geholt. So, jetzt kommt der Chopper Gunner, mit dem ich hier dann, was weiß ich, wie viele Kills mache. Ich müsste auch MW2 mal wieder spielen, um das Goldkreuz zu bekommen. Für diese AC-130. Diese 1000 Kills mit der AC-130, dann kriegt man so ein geiles drehendes Goldkreuz als Emblem. Und ja, das wäre ganz schön. Jetzt geht's hier ein bisschen mit dem Chopper ab. Dann steht's wahrscheinlich auch irgendwie wieder 200. Ja, okay, 200 geht ja gar nicht. Jetzt wahrscheinlich 150 zu 150 oder sowas. Dann werden wir das schon recht schaukeln, du. Was ich für Themen sonst noch hätte, so jetzt gerade so. Black Ops 2, ja. Das Spiel wird eigentlich immer schlechter, muss man sagen. Es gibt fast keine Lobby mehr, wo ein Prestige 2er drin ist. Das ist schrecklich. Nur die ganze Zeit diese Prestige 9er, Prestige Master, Prestige 10er, diese ganzen Leute, wo da halt ein bisschen rumsuchten und so. Aber ja, sonst geht das Spiel eigentlich. Die meisten sind doch dann übelst schlecht. Und gerade so Nuketown oder so mit MPs rushen ist auch nicht das Schlechteste, um die auf Gold zu bekommen. Aber sonst ist das Spiel eigentlich scheiße. Das beste Call of Duty, genau, das kann ich euch auch noch fragen. Was ist euer Lieblings Call of Duty? Meins war es ja eine Zeit lang Call of Duty 4 oder so. Aber dann irgendwie habe ich überlegt und dann habe ich gedacht, yo, Black Ops 1 war das geilste Spiel, wo ich je von Call of Duty gespielt habe. Es kann sein, dass es das erste richtige Call of Duty ist, wo ich gespielt habe. Das haben wir so lange gesuchtet, dass bis MW3 rauskam und davor richtig gesuchtet, dieses Spiel.
Prestige 14 bin ich da jetzt und bleib auch da, weil ab da kriegt man halt seine Goldwaffen und auf Prestige 15 habe ich jetzt auch keinen Bock. Und dann, was ist euer Lieblings Call of Duty? Bei mir wäre die Reihenfolge wahrscheinlich Black Ops 1, Call of Duty 4 und dann Call of Duty 5 World at Raw, aber uncut, dass er schön hier spritzt, also das Blut und so. Ja, ich muss jetzt hier mal schauen, ob ich noch irgendwie einen Harry oder so erreiche, weil es steht ja schon 191 zu 163. Und da ist auch gerade ein Payflow von irgendjemand oben. Da kann man natürlich schön den Spawn rapen. Ihr seht es hier, wie ich sie alle irgendwo nutz. Ja, das Spawn-System von MB2 war ja auch nicht das Beste. Jetzt holt mich, glaube ich, gleich einer von hinten. Das habe ich mal gesehen. Ja, so ist es natürlich. Mit Sniper. Und da ist das Spiel vorbei. Ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende. Und bis zum nächsten Mal, euer Trip X Fighter.